Bisher wurde KI-Entwicklung ganz stark technologieorientiert gemacht. Also Algorithmen wurden entwickelt oder Architekturen designt und dann wurde diese Technologie so ein bisschen über den Zaun geworfen und dann sollten Menschen anfangen, damit zu arbeiten. Ich schaue mir an, wie können wir sowas machen mit dem Menschen im Mittelpunkt? Also welche Bedürfnisse haben die Menschen, wenn sie mit dieser Technologie arbeiten? Wie muss ich das gestalten? Welche Entscheidungen treffen Menschen wie mit KI? Und wie können sie vor allen Dingen Entscheidungen mit KI treffen, die besser für sie sind, für die Gesellschaft oder für Unternehmungen? Im Moment hört und liest man überall, dass KI Menschen ersetzen wird. Und das ist nicht richtig, weil wir heutzutage noch gar nicht verstehen, welche Aufgaben im Arbeitsalltag können eigentlich gut von KI übernommen werden. Also zum Beispiel sowas wie Programmieren oder Terminkalender managen. Was können aber vielleicht Menschen sehr gut? Also insbesondere sowas wie Empathie, direkten sozialen Kontakt und die Interaktion. Und das müssen wir genauer verstehen. Und das wird maßgeblich dafür wichtig sein, wie sich auch in 5 Jahren die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI gestaltet. Die Hightech-Agenda ist mir natürlich sehr wichtig, weil ich meine Professur über die Hightech-Agenda bekommen habe, was sehr schön ist, dass Bayern sich entschieden hat, wir wollen ganz klar in Technologie investieren, wir sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen und Professuren im digitalen KI-Umfeld zu schaffen. Und das ist ganz toll, weil es mir die Gelegenheit gegeben hat, diese Professorenstelle anzunehmen und jetzt die Technologielandschaft mitzugestalten, eben mit meiner besonderen Perspektive, die ich darauf habe. Nämlich die Frage, wie mache ich KI für Menschen so, dass es den Menschen besser geht und dass sie bessere Entscheidungen treffen.